Ja, es ist so. Der letzte Feuerstahl deines Lebens, so in dieser Art und Weise, ist Geschichte. Und es gibt ein paar Alternativen. Und wenn du wissen willst, was die für dich können und ob das vielleicht etwas für dich ist, ja, dann bleib dran. Hallo, willkommen, da ist der René Rossmann vom Survival Show Problemskunst. Schön, dass du dabei bist. Ja, der letzte Feuerstahl deines Lebens, der ist Geschichte. Das ist jetzt das letzte Stück und das behalte ich mir, das hebe ich mir mal auf für einen besonderen, für etwas Besonderes. Aber weil er im Shop ja eh schon länger ausverkauft ist, kriege ich die Anfragen, ja, was soll man tun und sowieso und überhaupt. Ich habe schon einmal kurz anklingen lassen, dass es Alternativen ja gibt. Ne? Entweder du nimmst einen ganz normalen Rolling, ja, den kriegst du natürlich auch bei uns im Shop, ganz klar, gebe ich dir den Link bei uns im Shop oder bei Amazon. Oder es gibt so etwas, und das hat mich extrem überrascht, aber auch positiv überrascht. Also ich bin da jetzt nicht so, oh, das ist gemein, sondern schau mal her. Da hat survivalstuff.de, die gibt es auf Amazon, wie gesagt, ich gebe da unten den Link, das hier nachgebaut, aber nicht nachgebaut, so kann man das nicht sagen, und ich sehe das überhaupt total unkritisch, aus Edelstahl. Das heißt, das Teil ist extrem schwer, aber trotz alledem hast du einen schönen Griff, das ist wirklich ein schönen Griff, der ist ein bisschen länger sogar als der vom letzten Feuerstahl deines Lebens und kannst das gut halten, muss ich wirklich sagen, haben sie sehr schön verarbeitet und ich bin da auch überhaupt ganz entspannt. Selbst wenn ich den noch verkaufen würde, bin ich da ganz entspannt, denn er ist anders und ich habe da kein Patent oder sonst was drauf und das ist überhaupt kein Thema, aber es soll so sein. Der Preis, schau ihn dir an, ist auch deutlich geringer. Ja, warum auch immer, das soll so sein. Ich habe ja auch sehr viel Kritik einstecken müssen, was mir aber auch wurscht ist, dass der hier so teuer war. So teuer. Und es ja viel günstiger geht, auch mit einem Feuerzeug viel günstiger geht. Ja, ja, bitte, ist in Ordnung. Wir wollen uns jetzt die zwei mal in Aktion anschauen und ein bisschen testen und ein bisschen schauen. Naja, dann schauen wir es uns gleich einmal an. Ich werde auch gefragt, warum, Reini, warum machst du den Feuerstahl, den letzten Feuerstahl deines Lebens nicht mehr? Einfach aus dem Grund, weil es zeitlich einfach nicht mehr geht. Wieder unverhofft Papa geworden und doch viele andere Dinge zu tun. Und es ist doch ein Aufwand, das zu organisieren und zu machen. Und mache ich einfach nicht mehr, weil es ja auch gute Alternativen gibt. Das hier ist jetzt der Rolling, ja, von dem hier. Also sie sind genau gleich. Du hast halt nur keinen Griff. Wie gesagt, gebe ich da den Link in meinen Shop, wenn du das magst, oder auf Amazon. Ich weiß nur nicht, wie das dort ausschaut, wobei da habe ich auch gute Erfahrungen gemacht. Und den hier. Über Sinn und Unsinn des Feuerstahls möchte ich jetzt hier an der Stelle sowieso nicht diskutieren, weil das habe ich schon einige Mal gemacht und das soll einfach nicht der Punkt sein. Bei einem Feuerstahl, bei diesem Magnesium, Mischmetall, Auermetall und alles, was da so drinnen ist, Stäben, ist es halt so, dass nicht unbedingt die Material des Feuerstahls alles Entscheidende ist. Ich meine, es gibt unterschiedliche Arten, es gibt Sachen, die härter sind, es gibt, die weicher sind. Also das ist alles okay, aber der absolut wichtigste Punkt, und das sage ich auch bei mir im Survival-Mentor-Programm und habe ich auch bei meinen 600 Survival-Tipps immer wieder rausgearbeitet, ist der Striker. Das Ding, mit dem man diese Funken hier produziert, ja, das ist das Entscheidende. Wenn der jetzt härter ist und du aber zum Beispiel wie das Moragansbol hier, das ich übrigens ein absolut geniales Messer finde, wenn du da schön viel Material abarbeiten kannst, dann fetzt das ganz einfach, auch bei einem harten Stahl. Natürlich ist ein weicherer Stahl, wie die hier, wenn die noch schwarz sind, weil da auch immer wieder die Frage ist, ist das dann schlecht oder sowas? Ist voll wurscht, wirklich voll wurscht. Das schabst du mal runter, macht die jetzt auch schon Funkeln. Das ist, macht überhaupt nichts, ja, das stört nicht. Und wenn der hier ist ein bisschen weicher, der arbeitet halt mehr Material runter. Ja? Sehe ich jetzt doch hier. Ja, das liegt dann hier da auf der Stelle da immer wieder ein bisschen herum. Und das kann sich aber dann auch gleich automatisch entzünden. Das heißt, ich habe gleich einen Brandverstärker mit dazu gearbeitet. Ob das cool ist oder nicht, das musst du wissen. Und ob du sowas brauchst, musst auch du wissen. Also das funktioniert einmal ganz gut. Und da ist halt jetzt, wenn ich jetzt den Rolling hernehme, das mit dem Griff schon eine coole Sache. Weil ich kann das viel besser halten, ich kann die gesamte Länge ausnutzen. Das ist besonders, wenn man mit Kindern arbeitet oder mit Anfängern arbeitet, ist das eine gute Sache. Du hast gleich gesehen, weil ich es besser halten kann, arbeitet das gleich mehr runter. Natürlich kann ich auch hergehen und sagen, ich möchte das Material sparen, wobei, wie viel Feuer wollen wir machen bei diesem fetten Teil hier? Und arbeite nur mit dem
mit dem vordersten Bereich und dann spitzt man den an. Das ist dann wie bei einem Bleistift. Ja? Auch das ist eine Möglichkeit, wenn man das mag, ist alles okay. Das geht besonders gut bei den Light My Fire Army 2.0. Wie gesagt, gibt da unten überall den Link auf Amazon bzw. zu mir im Shop, welche Produkte ich hier meine. Und da geht das sehr, sehr gut und kann jeder machen, wie er mag. Das hier hat es einen Survival-Nutzen. Natürlich, weil das hält länger als ein Feuerzeug. Man muss halt ein bisschen besser bedienen können. Das ist alles gut und richtig. Also so ein Feuerstahl ist schon eine coole Sache. Wirklich, ist eine absolut coole Sache. Und er hat auch eine Attraktion. Ja, hat auch eine Attraktion bei den Trainings, bei Kindern oder sowas. Also es macht einfach Spaß. Auch den großen Kindern macht es Spaß. Egal ob Mandel oder Weibel, wie man in Österreich sagt. Das macht einfach Spaß, mit dem herumzufuhrwerken und etwas zu machen. Also das geht alles super wunderbar. Hölzer damit anzünden, ist alles super. Meine persönliche Meinung dazu ist, dass es immer gescheiter ist, mit einem Griff zu arbeiten. Aber da mag ich da auch etwas verraten, ist gar nicht der richtige Ausdruck. Da kannst du hergehen und hier hinten ein Taserband drum wickeln. Das mache ich zum Beispiel bei den Trainings. Da haben wir die Rohlinge manchmal. Kommt auf das Training an. Und nehme ich ein Taserband und klebe das hier hinten an und dann hast du das in der Hand so. Und dann kannst du das auch festhalten und kannst damit schön arbeiten. Also das mit dem Griff, das ist schon wichtig, wie ich meine. Taschentücher anzünden, Tampons anzünden, Zeitungspapier anzünden. Und bei dem Feuerstahl, ich rede immer wieder so gern drüber, einfach aus dem Grund, weil ich ihn mag. Ja? Nicht nur, weil ich ihn verkaufen mag, das auch, klar, aber weil ich die einfach genial finde. Weil wenn ich sie kacke finden würde, dann würde ich sie nicht verkaufen, dann würde ich sie nicht anbieten. So einfach ist das. Du kannst damit zum Beispiel Jugendlichen oder auch Kindern, wenn du ihnen das erste Mal zeigst und sagst, okay, zünd's an, was findet's da in der Feuerstelle, also nicht irgendwo, aber da in der Feuerstelle, dann hast du den ganzen Nachmittag Ruhe. Du kannst da zuschauen, kannst dann Kaffee trinken oder Tee oder weiß ich nicht, oder einfach nur schauen, auf welche Ideen sie kommen und welche kreativen Prozesse, wenn man das jetzt hochtrabend sagen will, da losgehen. Und wie sie probieren und wie sie auch die Frustrationstoleranz bei den einzelnen Kindern oder Jugendlichen siehst du dann. Da gibt es die einen, die sagen, ich will das jetzt unbedingt machen, ja, ich will das unbedingt schaffen und nicht nachgeben und Stunden dabei bleiben und so lang, bis es dann funktioniert und dann in denen ihre Augen schauen, wie stolz sie sind, dass sie das geschafft haben. Das ist einfach was, das taugt mir total und das kann man mit einem Feuerstahl gut machen. Und weil auch immer wieder Kommentatoren dabei sind und darauf möchte ich referenzieren, auf die Trolle, wie es manche dann meinen, nein, ist ja alles okay, dass man den Leuten ja Feuer bohren oder so irgendetwas beibringen sollte, statt Feuerstahl arbeiten. Um den Feuerbogen, den ich selbst ja auch schon einige Mal gezeigt habe, dass wir das können und wir machen das auch bei den Trainings, da merke ich schon etwas, dass das schwieriger ist. Ich meine, wenn ich ein fix fertiges Set mitbringe, wo alles trocken ist und alles hundertprozentig passt und oben ein Schnapsglas oder was auch immer, dann funktioniert es natürlich einfacher. Aber da hast du ein direkteres Ergebnis. Da brauche ich nicht so viel einschreiten. Da brauche ich nicht so viel erklären. Aber beim Feuerbohren, die richtige Position, die richtige Kraft, dann jemand, der Knieprobleme zum Beispiel hat oder eine Sehnenscheidenentzündung, kann das nicht so einfach machen. Aber den Feuerstahl, den kann ein Kind bedienen. Ein Kind. Und das ist der ganz große Unterschied und auch mein Plädoyer dafür, solche Teile bei den Kindercamps und Kinder-Survival-Trainings immer wieder einzusetzen und zu machen und sie einfach probieren zu lassen. Und wenn es keine Kinder sind, sondern Erwachsene, auch dann ist es so, dass man ausprobiert und tut und an seine Grenzen kommt und es ausprobiert und dann drüber kommt. Oder es aufgibt und sagt, es ist klumpert und weggibt. Und auch das sagt was aus. So, das war's jetzt. Das ist jetzt wieder schon wieder philosophisch. Immer wieder Feuerstahl in der Hand haben, werde ich philosophisch. Nein. Wie gesagt, danke an alle Kunden, an alle, die meine Arbeit und mich und meine Familie und mein Unternehmen und auch all die anderen, die da mitgearbeitet haben, unterstützt haben, sage ich danke. Danke auch an den Jürgen Kiss, der mit dem allerersten Entwurf mit zu mir gekommen ist und mir das hier gezeigt hat, wie man das tun kann. Wir haben es dann nur größer gemacht und über industriell sozusagen gefertigt und nicht mehr Handarbeit. Aber das sind einfach die coolen Dinge und da mag ich ganz einfach Danke sagen an alle, die bei diesem Projekt dabei sind. Aber alles hat einen Anfang und ein End und der ist jetzt gekommen.
das sind die Alternativen oder was auch immer es am Markt gibt, gebe ich da den Link. Das war's. Daumen nach oben oder nach unten. Schreibt mal einen Kommentar. Auch gerne wieder einen kritischen. Abo dalassen. Link zu meinen Büchern und auch in meinen Shop. An das Video. Hat mich gefreut. Bis bald und ciao.